Und weil alle dasselbe wollen, weil alle sagen, Hartz IV ist doch ganz in Ordnung, weil alle sagen, die Rentenkürzungen der letzten Jahre sind doch ganz in Ordnung, weil alle sagen, die Lohnentwicklung in Deutschland ist ausreichend, die darf nicht besser werden, weil alle sagen, wir müssen Waffen auch in Kriegsgebiete liefern, weil alle anderen sagen, wir müssen uns auch an Auslandseinsätzen der Bundeswehr beteiligen, trotz der ungeheuren Leiden, die entstanden sind in Afghanistan, im Irak, in Libyen, überall, weil sie nicht lernen wollen aus all dem und weil sie aber gar nicht sehen, dass die Fluchtbewegungen dieser Welt durch Kriege verursacht werden, muss es doch eine Partei geben im Deutschen Bundestag, die sagt, nein, das machen wir nicht mit, wir wollen höhere Renten, höhere Löhne, einen besseren Sozialstaat, wir wollen keine Waffen in Krisengebiete liefern und wir wollen unsere Leute nicht in Kriege schicken. Diese Partei sind alle. Wieder darauf hinweisen, dass in diesem Sinne die Alternative für Deutschland gar keine Alternative ist. Denn sie ist beispielsweise auch dafür, dass die Renten gekürzt werden. Sie ist beispielsweise auch dafür, dass die Löhne sich nicht zu stark entwickeln. Sie ist beispielsweise auch für einen schwachen Sozialstaat. Das sind alles in ihrem Programm. Und sie ist auch für Waffenlieferungen in Krisengebiete. Und sie ist auch für Auslandseinsätze der Bundeswehr. Und deswegen ist die Alternative in diesem Sinne gar keine Alternative, weil sie in solch ganz entscheidenden Fragen, die die Lebensbedingungen der Menschen betreffen, leider denselben Mist erzählt wie die bereits etablierten Parteien. Wir haben genug neoliberale Parteien in Deutschland. Wir haben nicht nur eine zusätzliche gebraucht, die eben nur einen braunen Anstrich hat. So einfach ist das gar nicht. Wenn man gesehen hat, wie sie sich in der Bankenrettung aufgeführt haben, die Regierung Merkel, mit Gabriel und Schulz, muss ich leider sagen, dass sie den Ländern Südeuropas eben mit dem Zeigefinger gedroht haben und gesagt haben, wenn ihr nicht bereit seid, das und das zu tun, dann kriegt ihr kein Geld mehr, dann war das eine deutsche Politik in Europa, die ich nicht möchte, die Linke nicht möchte. Die Europa soll nicht von Berlin aus regiert werden. Das ist Größenwahn. Das wollen wir nicht. Das Ganze war ja ein Betrug an den Menschen. Wir haben uns das deutsche Lohndumping erkauft mit der fehlerhaften Lohnentwicklung, von der ich gesprochen habe. Wir haben die Löhne weniger erhöht als andere europäische Länder. Das nennt man Lohndumping. Unsere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, von denen ich vorhin gesprochen habe, sind die ersten Leidtragenden einer falschen Europapolitik. Und weil sie dann eines nicht begriffen haben, muss ich immer wieder sagen, wir sind Exportweltmeister. Sind wir furchtbar stolz drauf. Aber das ist nur vertretbar, wenn wir auch Importweltmeister wären. Das sind wir aber nicht. Ich wäre gerne Exportweltmeister, aber dann müssen wir auch Importweltmeister sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann verschulden wir die anderen. Warum? Wenn ich einem, mit dem ich Handel treibe, immer mehr Waren verkaufe, als der mir verkaufen kann, ja, wie soll er dann die mehr Waren, die ich ihm verkaufe, bezahlen? Das begreifen die nicht. Im Bundestag, mit Ausnahme natürlich unserer Abgeordneten hier, aber sonst ist es schwer, wenn ich so zuhöre, was sie da alles erzählen. Und in den Medien, was für ein Quatsch ich da immer lese, es ist notwendig, bei den Nachbarn genauso viel einzukaufen, wie wir denen verkaufen wollen. Dann können sie das auch bezahlen. Wenn wir aber bei denen immer weniger einkaufen, als wir ihnen verkaufen, müssen sie sich verschulden. Und das ganze Theater war keine Rettung der Griechen oder Portugiesen, das war eine Bankenrettung. Und davon liest man dann die Rentner und die Arbeitnehmer hin. Und dann waren viele von uns wahrscheinlich glühende Anhänger der Ost- und Entspannungspolitik. Wir haben gewusst, dass das den Frieden Europas sicherer macht. Und was in den letzten Jahren passiert? Sie haben alle gerufen, Gorbi, 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 könnt ihr euch noch erinnern? Und Gorbatschow hat mir versprochen, man könnte die NATO nicht nach Osten aushalten. Der amerikanische Außenminister Baker hieß, der hat damals gesagt, not an inch. Berühmt, doch nicht einen Fuß weit werden wir die NATO nach Osten schieben. Was haben sie gemacht? Mittlerweile stehen wieder deutsche Truppen an der russischen Grenze. Ich würde mich mal
wirklich interessieren, was Willy Brandt sagen würde, wenn er wüsste, deutsche Truppen stehen wieder an der russischen Grenze. Das ist die Beerdigung der Osten- und Spannungspolitik mit Zustimmung der FDP. Und deswegen sagen wir als einzige Partei hier wiederum gegen die anderen Parteien, nein, es gibt eine europäische Friedensordnung nur zusammen mit Russland und nicht gegen Russland. Das ist einfach die Frage. In letzter Zeit war ich so eine Masche, wir seien Diktatorenfreunde, weil wir eben zum Beispiel eine gute Zusammenarbeit mit Russland wollen. Ja, wer rennt denn immer hin? Der Seehofer ist schon fünfmal hingerannt, dann war der, also ist der Diktatorenfreund. Und wenn der Gabriel mit meinem Ex-Freund Gerhard diniert mit Putin, alles Diktatorenfreunde, von uns ist noch keiner dahin gereist. Und das ganze Theater sieht man auch in Venezuela. In Venezuela gibt es ja die Auseinandersetzung, da muss man auch das eine oder andere kritisieren. Aber sagen die Amis, ja, wenn ihr nicht das macht, was wir für richtig halten, dann erwägen wir auch eine militärische Intervention. Und da hat dieser Gründer von WikiLeaks, Julian Assange, der hat die richtige Antwort gegeben, der hat gesagt, ich kann Venezuela nur raten, übernehmt die saudi-arabische Verfassung, das ist die freieste der Welt, da sind die Amis auch zufrieden. Das ist der Grund, warum ich noch das nicht als die nächste Lösung. Und jetzt, wo ich mittlerweile die Außenpolitik geworden ist. Und jetzt haben wir ein großes Thema, das ist die Aufrüstung um 2% des Sozialproduktes. Die sei notwendig, habe ich jetzt wieder einen Kommentar gelesen auf der Erfahrt, weil der Russe so gefährlich ist. Seit meiner Kindheit erzählt man diesen Mist und diese Lügen der deutschen Bevölkerung. Die Zahlen sind eindeutig. Die NATO gibt 900 Milliarden für Rüstung aus, Russland gibt 60 bis 70 Milliarden aus. Allein die Amerikaner geben 10-mal so viel aus, die USA, für Rüstung, für Kriegsführung, wie die Russen. Und bei dem Zusammenhang zu sagen, wir müssten weiter aufrüsten, das ist eine gewaltige Lüge, die jeden Tag in unterschiedlichen Variationen verbreitet wird. Einfach die Wahrheit weglügen. Darauf setzen, dass die ständige Verbreitung der Lüge irgendwann sich in den Köpfen festsetzt. Und das merkt man ja, wenn man für Frieden mit Russland eintritt, gibt es jetzt immer mehr Leute, die aufgehetzt sind und sagen, ihr seid Russenfreunde. Das Wort Putin-Versteher war ja verräterisch, als wenn das ein Vorwurf wäre, wenn man einen anderen versteht. Das ist die Voraussetzung überhaupt, eine vernünftige Außenpolitik zu machen. Man muss das Gegenüber verstehen. Das ist kein Vorwurf, das ist eine Notwendigkeit. Und weil eben die Rüstungsausgaben, die Kriegsausgaben so gewaltig sind im Westen, gibt es überhaupt keinen Grund der ständigen Forderung eines gewissen Trump, der müsste besser Trumpel heißen oder so ähnlich, also dem zu folgen, der also dann sagt, wir müssen 2% unseres Sozialproduktes ausgeben, wir müssen dann 30 Milliarden mehr ausgeben. Und seht, bleibe dabei. Es wird immer gesagt, wir müssen Kriege führen, um Menschenleben zu retten. Das ist sowieso schon auch eine gewaltige Lüge. Eine gewaltige Lüge. Als wenn sie, die haben aus Afghanistan, aus Syrien, aus Irak, aus Libyen nicht gelernt. Gar nichts. Und nur in Afghanistan haben die Amis haben 100 Milliarden Dollar ausgegeben. Eine Eigenberechnung. Und dann sieht man, dass man in Afrika verhungern 20 Millionen Menschen, ist vom Hungertod bedroht. Da bricht in jedem, wo auch ein Krieg geführt, im Auftrag der USA, eine Cholera aus und so weiter. Und man könnte mit einem Bruchteil dieses Geldes die Menschenleben retten. Da sind die ganzen Befürworter von Interventionskriegen unglaublich. Und nie hat mir einer die Frage beantwortet, die ich jetzt stelle. Wenn ihr Menschenleben rettet, warum gebt ihr nicht einen Bruchteil des Geldes aus, das er für Kriege ausgibt, um Millionen Menschen vor Hungertod und Krankheit zu bewahren und ihr müsst keine einzige Patrone abfeuern? Warum tut ihr das nicht? Das ist das Unglaubwürdige dieser Menschen. Es geht, liebe Freunde und Freunde, leider nie um Menschenleben. Es ist einfach eine Lüge. Es geht nie um Demokratie oder Frauenrechte, sondern ich zitiere immer bewusst einen konservativen Sozialphilosophen, der schon in der Weimarer Republik schrieb, Oswald Spengler, Untergang des Abendlandes, für diejenigen, die Sie den Namen mal gehört haben, der schrieb, Außenpolitik ist nichts anderes als Eroberung von Rohstoff- und Absatzmärkten. Das ist bis zum heutigen Tage so geblieben.
Die Arbeiterbewegung wusste das immer. Der große Sozialist Jean Jaurès sagte, der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Und deshalb, das ist der tiefere Grund, warum wir die Linke eben nicht bereit sind, uns zu beteiligen in Afghanistan, in Syrien, im Irak oder Libyen. Diese haben nämlich eines gemeinsam, das ist entweder Rohstoffvorräte oder sind wichtige Leitungen, die dort gebaut werden müssen. Das sind alles keine Kriege um Demokratie oder Menschenrechte, sondern Öl- und Gaskriege. Und niemand von der Linken sollte solche Kriege unterstützen. Und das Ganze beginnt natürlich mit den Waffenlieferungen. Als ich jünger war, war es selbstverständlich, dass wir gefordert haben, auch in der Sozialdemokratie, Waffen nicht außerhalb der NATO-Staaten und selbstverständlich war Waffen nicht in Kriegsgebieten. Das ist doch eigentlich, das kann man ja auch eben den Junkies Heroin liefern oder so. Die liefern Waffen in Kriegsgebieten, weil die anderen das auch machen. Und weil sie eben von der Rüstungsindustrie dazu gedrängt werden. Ich will ganz klar sagen, das ist eine edle Forderung der Partei Die Linke, keine Waffenexporte in Kriegsgebiete. Wer Waffen in Kriegsgebiete liefert, ist ein Verbrecher, um das mal deutlich zu machen. Da kann man sich nicht wie Pilatus die Hände in Unschuld waschen. Wer das macht, der begeht ein Verbrechen. Und deswegen bin ich stolz darauf, ich habe ja lange Jahre, Jahrzehnte mit Willy Brandt zusammengearbeitet, dass wir die einzige Partei im Deutschen Bundestag sind, das war ja die Frage, die in den letzten Wochen uns beschäftigt hat, die wirklich seine Maxime noch hochhält und die heißt, von deutschem Boden soll niemals wieder Krieg ausgehen. Wir sind die einzige Partei. Und wir, liebe Freunde und Freundinnen, ihr könnt als Mitglieder der Partei Die Linke stolz sein darauf, dass ihr Mitglieder dieser Partei seid. Ich bin der Letzte, der sagt, bei uns ist alles Bestes, ihr wisst. Bei uns sind Menschen Eitelkeiten, das sind Machtkämpfe. Alles, was so in Vereinen und in Parteien los ist, alles auch bei uns. Wir sind nicht die besseren Menschen. Aber unser Programm, das ist doch das, was wir hochhalten, wohinter wir uns versammeln. Wir wollen bessere Renten, wir wollen höhere Löhne, wir wollen einen besseren Sozialstaat, wir wollen keine Waffen exporten, wir wollen eine friedlichere Welt, wir wollen Frieden mit Russland und wir wollen keine Kriege und darauf können wir stolz sein. Wir sind die Partei, die eine Welt mit menschlichem Antlitz fordert. Das ist die Linke und ich hoffe, dass das super ist.